Hallo, heute berichte ich euch von meinen Erfahrungen mit meiner Daikin Wärmepumpe im ersten Winter. Bevor wir aber loslegen, würde ich mich über ein Abo deinerseits sehr freuen. Es zeigt deine Wertschätzung mir gegenüber. Wir haben Mitte März und der Winter ist vorüber. Welche Erfahrungen in den letzten 5 Monaten mit meiner Wärmepumpe gemacht habe, das erzähle ich euch jetzt in diesem Video. Meine Heizsaison begann letztes Jahr Mitte Oktober und beim Einbau der Wärmepumpe wurde die Heizkurve der Wärmepumpe von meinem Heizungsbauer, der Firma Burkhardt aus Wadgassen, grob eingestellt. Und in den ersten Wochen hatte ich diese Heizkurve zu optimieren. Um diese optimieren durchführen zu können, habe ich in meinem Wohn- und Esszimmer ein Innenraumthermometer eingestellt und konnte somit meine Wunschtemperatur von 22 Grad immer im Blick behalten. Am Anfang der Heizsaison habe ich in meiner Wärmepumpe ein Heizprogramm mit einer Nachtabsenkung programmiert. Aber schon nach kurzer Zeit habe ich festgestellt, dass diese Nachtabsenkung kontraproduktiv ist. Ich konnte im Sunny-Portal meiner Photovoltaik sehen, dass wenn ich die Nachtabsenkung abgeschaltet hatte, also die Heizung 24 Stunden komplett durchgelaufen ist, der Stromverbrauch etwas geringer war wie nach der Nachtabsenkung. Mit der alten Gasheizung hatte ich 28 Jahre eine Nachtabsenkung von 5 Grad Celsius und man hätte hier auch bestimmt einige 100 € einsparen können, wenn man das gelassen hätte. Aber man konnte es halt nicht genau kontrollieren und hat sich damals auf die Einstellung des Heizungsbauers verlassen. Über die Plus- und Minustaste am Manduka-Innenthermometer habe ich dann die Raumtemperatur so auf 22 Grad justiert und mir an der Inneneinheit die dazu passende Sollvorlauftemperatur aufgeschrieben. Nach wenigen Tagen hatte ich also genau bei verschiedenen Außentemperaturen die dazu passende Vorlauftemperatur, die sich eigentlich gar nicht groß unterschieden hat, weil es war relativ gleichmäßig warm von den Temperaturen, so um die 10 Grad Tagestemperatur. Und so habe ich den unteren Punkt der Heizkurve auf diese 30 Grad Vorlauftemperatur, die ich da brauche, eingestellt. Wie man das macht, habe ich in einem extra Video schon beschrieben. Die nächsten Tage habe ich dann immer über die Plus- oder Minustaste wieder die Heizung so eingestellt, dass ich 22 Grad im Wohnzimmer hatte und bei 0 Grad Außentemperatur habe ich den Vorgang mit dem Einstellen der Heizkurve dann wiederholt und die dafür passende Vorlauftemperatur dann am oberen Punkt eingestellt, sodass die Vorlauftemperatur genau dem entsprochen hat, was ich vorher gemessen habe. Das gleiche dann wieder bei minus 10 Grad. Das war die kälteste Außentemperatur, die wir diesen Winter hatten. Und da hat es auch schon sehr gut gepasst, sodass ich da nur eine Stufe an der Heizkurve korrigieren musste. Die genaue Einstellung meiner Heizkurve blende ich euch jetzt mal als Foto ein. Selbstverständlich passt diese Kurve nur auf mein Haus. Bei eurem Haus kann es wieder anders aussehen. Aber vielleicht als grobe Richtschnur, dass ihr das vielleicht mal auch mal so ausprobiert, und ihr könnt dann an dem Manduka-Innenthermostat, könnt ihr immer über Plus oder Minus, könnt ihr das etwas angleichen. Und wenn ihr die richtige Einstellung bei euch gefunden habt, könnt ihr das dann im Installateurmodus bei eurer Wärmepumpe dann korrigieren. Seit Mitte Dezember habe ich auch keine Korrekturen mehr an dieser Heizkurve vorgenommen. Es passt jetzt sowohl bei minus 10 Grad als auch bei plus 12. Ich habe immer diese 22 Grad Celsius.
Einzige Ausnahme, bei starkem Sonnenschein wird es natürlich im Inneren, wie die letzten 28 Jahre auch, viel wärmer. Ich mache dann alle Türen auf. Ich regle nichts darunter an den Heizkreisen. Meine Heizkreise sind alle geöffnet, mit Ausnahme der Schlafräume. Zwei Schlafräume sind abgedreht. Die brauche ich nicht. Da steht die Tür etwas offen. Da habe ich genug Raumtemperatur. Und dann wird halt von der Sonne die Wärme ins restliche Haus transportiert. Sollte es jetzt über 14 Grad werden, dann habe ich eine so starke Sonneneinstrahlung, weil die Sonne ja noch sehr niedrig steht, auf meinem Wohnzimmerfenster, dass ich die Wärmepumpe nachmittags für 3 Stunden abschalte. Den Stromverbrauch meiner Wärmepumpe könnt ihr auch in meinen Videos nachschauen. Ich mache jeden Monat ein Verbrauchsvideo und dann könnt ihr sehen, wie viel Strom und Geld ich zum Heizen verbraucht habe. Auch das seht ihr auf meinem Kanal in meiner Playlist. Wenn ich meine Arbeitszahlen der einzelnen Monate mit anderen YouTubern, die auch Verbrauchsvideos von der Daikin hochladen, vergleiche, so kann ich doch sehen, dass mein Heizungsbauer bei mir sehr gute Arbeit geleistet hat. Er hat die Wärmepumpe für mein Haus sehr gut berechnet und auch die hydraulische Anbindung an die Heizung, die ja nicht von ihm im Haus installiert wurde, sondern er hat ja nur die Wärmepumpe jetzt gemacht, sehr gut durchgeführt hat. Also da bin ich sehr zufrieden. Der Heizstab kam bisher nur an einem Tag zum Einsatz, und zwar war das der Tag, da gibt es auch ein Video davon, wo bei minus 9 Grad eine extreme Luftfeuchtigkeit geherrscht hat, und da hat die Energie nicht gereicht, um das Haus komplett zu versorgen, weil die Wärmepumpe sehr viele Abtauvorgänge an diesem Tag hatte. Und da wurde für 1 Stunde der Heizstab zugeschaltet. Zum Takten möchte ich sagen, also unter 10 Grad plus taktet die Wärmepumpe nicht. Es sei denn, wir sind bei um die 0 Grad, dann hat sie Abtauvorgänge. Klar, das ist normal, das ist überall so. Und bei über 12 Grad, ich habe dann so 2 bis 3 Taktungen am Nachmittag, also verteilt auf 3, 4 Stunden. Ist bisher das meiste, was ich hatte. Das kann ich dann sehen im Sunny-Portal an meiner Photovoltaik. Da sehe ich, wenn die Wärmepumpe sich abschaltet. Der Stromverbrauch der Wärmepumpe lag folgendermaßen: Bei den minus 10 Grad waren es also fast 3 Kilowattstunden, die die Heizung in der Stunde verbraucht hat. Am ganzen Tag war der höchste Verbrauch 44 Kilowattstunden. Das war das höchste, was ich bisher hatte. Und wenn es über 10 Grad ist, dann läuft die Wärmepumpe so in etwa bei 430, 450 Watt. Also sie moduliert also relativ gut. Sie kann weit nach unten modulieren. Das sehe ich auch an meinem Sunny Portal. Also ich habe jetzt heute zum Beispiel, es sind 11 Grad draußen, habe ich einen Stromverbrauch mit dem Haus von 527 Wattstunden. Und wenn ich da 70, 80 Watt abziehe für den Hausverbrauch im Standby, kommen wir auch so auf die 440, 450 Watt, was die Wärmepumpe an Mindeststromverbrauch zieht. Störungen hatte ich während der ganzen Zeit bisher überhaupt keine. Also seit Einbau habe ich keine einzige Störung in der Anlage. Sie ist sehr leise. Oberhalb von 0 Grad hört man sie also kaum. Da muss man schon mit dem Ohr direkt vor die Wärmepumpe gehen, damit man die hört. Unter 0 Grad ist sie sehr gut wahrnehmbar, aber im Haus absolut nicht hörbar. Und sei mir vielleicht erlaubt zu sagen, wenn ich an diesen Telekom-DSL-Kästen bei uns an der Straße vorbeigehe, die sind auf jeden Fall mindestens genauso laut wie die Wärmepumpe, wenn nicht sogar noch ein bisschen lauter. Und darüber regt sich niemand auf.
Viele sagen dann, Wärmepumpe, nein, danke, die ist mir zu laut. Wie im Internet hat sich auch noch niemand beschwert. Also, das ist für mich unverständlich. Hier noch ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr noch keine Wärmepumpe habt und euch eine Wärmepumpe einbauen lassen möchtet, nehmt einen Heizungsbauer wie ich aus dem Ort. Bei mir die Firma Burkhardt. Ich hatte bisher zweimal, hatte ich noch eine Frage oder ein kleines Problemchen nach dem Einbau direkt. Da habe ich dort angerufen und innerhalb von einer Stunde kam ein Mitarbeiter vorbei und hat das auch direkt gelöst. Wenn ihr solche überregionalen Firmen habt, die kommen dann einmal im Vierteljahr in eure Gegend und da wird euch sicherlich nicht geholfen. Also sucht euch einen Partner in eurer direkten Umgebung, dann habt ihr immer einen Ansprechpartner. Das ist mein Tipp für euch. Ich weiß, dass die Mitarbeiter meines Heizungsbauers diesen Kanal regelmäßig anschauen und ich möchte mich hier nochmals für eure gute Arbeit recht herzlich bedanken. Vielen Dank bei euch. Was habe ich Negatives zu berichten? Eigentlich nichts. Die Anlage läuft, sie macht, was sie soll, sie verbraucht relativ wenig Strom, aber einen Punkt hätte ich dann noch. Das ist zum einen die Daikin-App, die Onecta-App. Hier wären weitere Informationen sicherlich sehr hilfreich, zum Beispiel wie oft die Wärmepumpe getaktet hat am Tag. Das ist etwas, was man sich wünscht. Sie zeigt mir an, welche Gräser in der Luft rumfliegen und ob Baumpollen in der Luft sind. Das ist jetzt weniger wichtig für einen Wärmepumpenbesitzer, aber wie oft die Wärmepumpe taktet, das könnte man dem Hausbesitzer schon mitteilen. Also das wäre eine Aufgabe an Daikin, die ich weiterleiten möchte. Und dann habe ich noch was. Ich habe Daikin zweimal angeschrieben und keinerlei Reaktion von der Firma Daikin erhalten. Ich bat Daikin, mir einen Techniker vielleicht zur Verfügung zu stellen, den ich anrufen kann oder anmailen kann, weil sich bisher schon einige mit Problemen an mich gewandt haben. Und ich bin ja kein Heizungsbauer, ich bin nur Endanwender. Und ich hätte den Leuten dann gerne weitergeholfen, weil die waren wirklich am Rande der Verzweiflung. Und wenn ich da jemand gehabt hätte, wo ich den ich persönlich Kontakt aufnehmen hätte können, das wäre sehr hilfreich gewesen, auch für die Firma Daikin. Aber wie gesagt, überhaupt keine Reaktion von denen, gar nichts. Das hat mich sehr enttäuscht und ist keine Wertschätzung gegenüber einem Kunden und im Speziellen mir mit meinem YouTube-Kanal. Ich mache das hier alles kostenlos. Ich habe bisher weder von YouTube noch von der Firma Daikin noch von der Firma Burkhardt je eine Zahlung oder irgendeine Zuwendung erhalten. Ich mache das alles freiwillig auf eigene Kosten. Das Ganze ist ja auch kostenlos für euch und das Einzige, worum ich immer bitte, ist um ein Abonnement, weil 85% der Leute, die meine Videos anschauen, haben meinen Kanal nicht abonniert und als Wertschätzung sollte man das doch machen. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Wenn du mir eine persönliche Nachricht zukommen lassen möchtest, so ist auch dies möglich. Unter channelpatrick@web.de kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben. Ansonsten bis zum nächsten Video. Tschüss, euer Patrick.